Hi Jeremy, what's going on, man? Hello dear, how are you? I'm good, man. I've seen your videos on YouTube. I want to be part of it, find the pro. Yeah, you have to come right now. Okay, I'm coming. See you later. Apple, how are you? I'm good, and you? Yeah, perfect, thank you. Find the Pro Leverkusen Edition. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine Länderspiel-Edition. Die kommt bis jetzt immer wieder richtig gut an. Deshalb machen wir es nochmal. Und wie ihr im Trailer gesehen habt, auch eine richtig geile Jury. Alle Jungs erzählen uns, dass sie Nationalspieler sind. Nur einer sagt die Wahrheit und wir finden das anhand verschiedener Challenges heraus. Deshalb kommen wir jetzt erstmal zur Juryvorstellung. Mein Name ist Sia, Fußball-Content-Creator, und neben mir haben wir den Mann im Trailer. Hello, I'm Jeremy Frimpong, Bayer Leverkusen Player. Ich bin Robert Andrich, spiele auch bei Bayer Leverkusen mit Jerry zusammen und bin 29 Jahre jung und freue mich auf die Folge heute. Mein Name ist Pietro Lombardi, ich spiele auch bei Bayer Leverkusen. Ich freue mich auch auf die Folge, war schon ein paar Mal dabei und bin gespannt auf die Talente. Pietro, weißt du, wie oft du schon dabei warst? Boah, ich war schon ein paar Mal da, ja. Echt, ja? Ja, natürlich. Einmal habe ich dich gesehen. Nee. Ich glaube, drei oder vier Dreimal, ja. Das könnte, warte, lass mich überlegen. Egal, drei oder viermal warst du schon hier. Robert und Jeremy, erste Mal. Aber wir hatten schon Spieler von Leverkusen dabei. Ja, Jonas, ne? Ja, Jonas war da. Okay, mir gut. Ich wollte nur gucken, ob du die Folgen guckst. Ich gucke fast alle. Außer, ja, außer die mit mir hat er noch nicht gesehen. Welcher eine habe ich mit dir gesehen? Mit wem war das? Ich war mit Sapai. Ja, mit Hans Sapai. Nee, die habe ich nicht gesehen. Mit ja. Enes Benatira war die Folge. Ja. Mit Enes. Ja. Mit Enes, ja. Freunde, Nationalspieler-Edition. Das heißt, alle Jungs sind Nationalspieler. Deshalb kommen wir direkt zur Spielervorstellung. Hey, ich bin Harry, bin 20 Jahre alt, Außenverteidiger und spiele in der Nationalmannschaft von Indien. Ich bin Okan, 22 Jahre alt und spiele vorne rechts in der U21 bulgarischen Nationalmannschaft. Mein Name ist Amil Pipic. Ich bin 17 Jahre alt und spiele für die U19 Montenegro-Nationalmannschaft. Hi, ich bin Andi, 22 Jahre alt, Sechser und Spieler der kosovarischen U21-Nationalmannschaft. Hallo zusammen, ich bin Philipp, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin zentraler Mittelfeldspieler und ich spiele in der U19 von Liechtenstein und womöglich bald auch in der A-Nat. Mein Name ist David Schramm, ich bin 16, ich spiele U17 Nationalmannschaft Frankreich und bin Sechser. Hallo, ich bin Anthony, 19 Jahre alt. Ich bin Innenverteidiger bei der U21 von Nigeria. Hi, mein Name ist Danny King. Ich bin 23 Jahre alt, bin Rechtsverteidiger und spiele bei der U23 von Kongo. Freunde, heute habe ich den Ibo erstmal zu meiner Unterstützung dabei. Wir haben hier drei natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Einmal das Shilajit von Fitgan, diesmal in Kapselform. Einmal habe ich hier Ashwagandha in Kapselform und einmal Bienenbrot. Und ich erkläre euch, warum das für Leistungssportler extrem wichtig ist. Das Shilajit kennt ihr mit Sicherheit, ist einfach extrem wichtig. Wenn ihr euch zwei Kapseln Shilajit, natürliches Shilajit, zu euch nehmt, seid ihr einfach viel leistungsfähiger, konzentrierter bei dem, was ihr macht. Bienenbrot ist sehr proteinreich. Das heißt, es gibt ja viele Leistungssportler wie du, die, glaube ich, auch natürlich Fitness-Shaker nehmen, habe ich früher auch gemacht. Bienenbrot ersetzt das sehr gut. Wie machst du das bei dir selber persönlich? Persönlich mache das so, dass ich zwei Teelöffel Bienenbrot nehme, das mit Wasser mische. Alle drei Nahrungsergänzungsmittel kombinieren sich sehr, sehr gut, ergänzen sich sehr, sehr gut. Und deshalb haben wir hier einen Bundle-Rabatt für euch. Mit dem Code FTP50 spart ihr 50% auf alle drei Produkte zusammen im Bundle. Und der Code und Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Wie gesagt, für Leistungssportler unumgänglich.
Und jetzt geht es weiter im Video. Danke für die Spielervorstellung. Wird nicht so einfach. Pietro hat auch gerade gesagt, die sind besser vorbereitet, die Jungs, ne? Ja, weil man weiß, wenn man zum Beispiel, wie jetzt der Kollege hier vorne, der sagt, Frankreich, wir gucken mit ganz anderen Augen bei Frankreich, weißt du? Das ist einfach normal. Die haben ein ganz anderes Niveau. Aber wir haben einen komplett bunten Mix. Guck mal, wir haben Nigeria, Kongo, keiner, Liechtenstein, Frankreich, Indien. Hast du gegen irgendeine Nationalität, die hier steht, außer Frankreich? Hast du mal gegen Frankreich gespielt? Frankreich, ja. Liechtenstein könnte mal gewesen sein. Montenegro vielleicht. Ich glaube, nee, Bulgarien eher. Ja, es sind bis auf Frankreich alles so Nationen, die man natürlich kennt, aber jetzt nicht so auf dem Radar sind. Wir machen mal so den ersten optischen Eindruck. Pietro weiß das, so wer uns optisch gefällt. Jeremy, do you want to start? Which of the player do you like? Harry. Harry? Yes. Harry ist übrigens einer. Das ist der einzige Mann, den ich schon kenne. Wie lange ist es her? Ein Jahr, anderthalb Jahre? Da haben wir mal so Videos zusammen gemacht gehabt. Das ist über ein Jahr her oder so. Und ich weiß, dass du damals Profi werden wolltest. Oder dass du ein Angebot Luxemburg erste Liga hattest. Oder sowas war da, keine Ahnung. Das ist ja auf jeden Fall anderthalb Jahre her. Danach hatten wir leider keinen Kontakt mehr. Deshalb bin ich auch auf deine Story gespannt. Aber ich weiß, was du für verrückte Sachen am Ball kannst. And what do you think about the other player? Harry is, you think, the best? No, I've got three. Three player. There's Harry, yeah. And then there's Anthony. Then there's Anthony. He looks like a center back, you know? Yeah, he's a center back. Yeah. David. David? From France. From France? Yes. Okay, die drei Player. Yes, three for me. Robert, was würdest du sagen, rein optisch? Ich finde, Okan sieht auf jeden Fall sehr fokussiert aus. Da scheint das Ding ja auf jeden Fall ernst zu nehmen. Da muss ich aber sagen, habe ich bei Amin irgendwie ein gutes Gefühl, dass er ein richtig geiler Kicker sein kann. Anthony hinten gefällt mir auch von seiner Statur. IV von Nigeria kann ich mir ganz gut vorstellen. Pietro, du hast mittlerweile ein gutes Auge. Wenn du in den Folgen dabei warst, haben wir eigentlich fast immer die gute Idee. Ja, Bruder, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, ich glaube, das wird mich auch extrem täuschen. Weil ich glaube, am wenigsten nach Fußballer irgendwie sieht Liechtenstein aus, aber ich habe ein Gefühl, dass er es sein könnte. Du hast immer gute Calls, ne? Also entweder ich täusche mich komplett oder der kann richtig gut kicken. Ja, das sieht man dann, glaube ich, gleich direkt bei der ersten Challenge. Ja, ja. Also manchmal muss Optik gar nicht immer so entscheidend sein, sondern wenn du dann so den ersten Touch siehst, dann weil er ist so sehr schüchtern zurückhaltend, aber Liechtenstein, ich habe ja Robert gerade gefragt, wenn ihr jetzt gegen Deutschland, jetzt ist ja natürlich High-End-Level, gegen Liechtenstein, er redet ja auch, dass er bald A-Nationalmannschaft ist, dann gewinnt Robert gegen ihn so 6-0, wenn es gut läuft 8-0, aber das ist schon ein gutes Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, kannst du mir vielleicht sagen, dass Liechtenstein-Nationalmannschaft das Paar noch normal arbeiten? Also die haben einen normalen Job. Ja, ja, schon. Gibt, aber wir können ja gleich fragen. Sein, ja. Interessiert mich mal extrem. Aber ich sag, also mein Call wäre auf jeden Fall Anthony. Der sieht halt aus wie eine Maschine. Ja, Anthony, finde ich, habe ich auch notiert übrigens. Also der ist so diese klassischer Innenverteidiger. Ja, 1,92 groß würde ich jetzt schätzen. Kommt hin. Kleiner. 1,94. Größer, ja. 1,96. Strammer Bursche auf jeden Fall. Wie groß bist du, Rube? 1,87, 88, sowas. Okay, stark. Ich bin extrem gespannt. Lass uns erstmal Fußball gucken. Erste Challenge fangen wir an direkt mit Five Shot. Und ich würde sagen, Harry darf gerne anfangen. Harry, wenn du ready bist, kannst du gerne starten. Ey. Einer. Der ist kein Profi. Ich mach Football. Warte doch mal, warte doch mal. Nein, nein, Bruder, ey. Nein. Nein, 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 ist nicht. Bruder, nein, nein, ja. Bruder, der macht sehr verrückte Sachen. Oh nein. Hey, aber, hey. Oh, hey, wirklich gut. He's entertaining us. Wenn er mit links nochmal macht, ist stark. Nein, nein, da war nichts mehr. Da war nichts mehr zu holen. Oh. Ja, gut shit. Der ist guter Schuss, ja. Aber ich würde gerne ihn mal sehen, wenn er vernünftig wenn er keine macht. Ich glaube, der Schusstechnik mit rechts ist gar nicht so schlecht. Okay, danke schön, ja, Harry. Gemacht, first touch. Okay, wenn du ready bist, gerne. Okay, cool. Oh. Der ist Fokus. Ja, der ist auf jeden Fall Fokus schon seit Anfang an. Aha. Der macht sich. Aber ich finde das gut, dass er diesen Winkel macht, weißt du? Ja, definitiv. Legt sich den Ball selber zurecht. So.
Ja, ist oh, ich bin, how old is he? 22. Ist okay, der Kunstrasen ist jetzt auch nicht der beste. Ja. Touch ist gut. Guter Touch. Auch guter Bums. Ja, guter Schuss. Ja, ich bin da. Alles gut, alles gut. Ich bin da, alles gut. Hast du eigentlich einmal einen Durchgang gemacht? Ich? Du hast noch nie einen Durchgang gemacht, ne? Nee, du hast mich nie gelassen. Du darfst jetzt gleich, gerne. Oder jetzt? Bruder, verletz dich nicht. Ich mach einen Elfmeter, okay? Okay, okay. Amil, gerne, wenn du ready bist. Oh, okay. Erst 1-1. Oh, ich weiß, ihr beide seht direkt auf der Kette. Aber ihr sagt einfach nicht. Das reicht nicht, Bruder. Warte mal, der ist 17. Nein. Oh, seine, also... Oh, seine Bewegung ist nicht schlecht. Er ist 17 Jahre alt. No, really, bro. You get plays like this, I play. Oh, what, please stop. Oh, gut, also, schwacher Fuß war gut. Got a good technique. Ronaldo. Stop that. Ja, 17 Jahre kann man auch. Aber einen guten Schuss, Alter. Oh, also richtig gut. Ja, ja. Links ist rechts und links war beides gut. Jetzt bin ich bei seinem Touch bin ich von Montenegro, ne? Ja, Montenegro. Ja. Easy composure. Bei Tutat, schnell, du bist 6 Schritte gelaufen. Ja. Danke, Amir. Jetzt bin ich. Jetzt werden wir täuschen. Warte, Mann. Ja, Mann. Now we have Andy. Andi ist 22, ne? Mhm. Kann überhaupt Kosovo U21 spielen? Boah, Bruder, der doch, ich glaube, du kannst sozusagen noch, also kommt drauf an, was für ein Jahrgang bist, kannst du noch einen dabei sein, glaube ich. Da muss er ja schon sehr gut sein, wenn er der eine ist. Ja, manchmal ist, vielleicht haben die auch nicht genug. Auch wieder links. Du kannst. Oh. Tschüss. Oh, Andi! Andi? Bin ich gespannt, Andi? Boah. Der Tempo, Alter. Andi! Oh, okay. Aha. Hab ich nicht mit gerechnet. Andi, ja, Energy. Smash. Gut. Oh, der hat doch guten Anlauf und so. Ja, vielleicht, also der 22, mit dem wart er gut ab. So, ich bin 32. Oh, rechts ist auch gut. Solide. Andi Tick. Ja. Guter Abwurf. Gut. Ah. The coach will like his tempo, you know. Ja. Der Dynamik. Der Touch war nicht so gut, aber gut gelöst mit einem guten Vollspann. Hätte er mit rechts nehmen können eigentlich, oder? Ja, aber ich glaube, das ist ein typischer Linksfuß. Andi. Ist das der aus Liechtenstein? Liechtenstein, wo du sagst, er sieht am schlechtesten. Oder enttäusch mich nicht. Pietro says he's not look like a football player. But he thinks he can be a builder pro. Liechtenstein. Der sieht aber echt nicht aus. Ich bin so ein Fan davon, von Leuten, wo man es nicht sieht. Ja, ja, voll. Das mag ich. Der muss jetzt was können, A-Nationalspieler. So wie bei meinem Freund Armin. Bin mal gespannt. Liechtenstein. Okay. Ja. Erst 1-1. Nee. Das ist kein Ball. No. Forget. Ja. No. Ich habe einmal versucht, irgendwas zu rein. Keeper tired. Fair play. Tired. Oh, good strike, eh? Was sagst du, Pietro, hat er dich enttäuscht? Bruder, mein Call war genau der. Also eigentlich ist er derjenige, wo gar nicht danach aussieht. Ja. Und ich gebe ihm einfach die Chance, er ist es vielleicht. Aber ich weiß nicht, würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich versuche dir jetzt ein bisschen Hops zu nehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen könnte. Nee. So, dann würde ich ja komplett verarschen. Ja. Nee, aber das war's. Aber Nats, ich sag ja, stell dir vor, der spielt jetzt gegen Robert oder so. Bruder, Robert 6. Bro, das ist ganz... Klar, wir reden Liechtenstein und Deutschland und so, klar. Aber... Aber der hat auch so gut, der sieht gut aus, ne? So dein... Ja, und der ist 16, ne? Der muss ja prinzipiell... Also, weiß ich jetzt nicht, ja. Der muss ja trotzdem prinzipiell gegenhalten können mit Liechtenstein. Das habe ich am Kopf. Ja, das sag ich auch. Sonst gehen die ja 15, 16 oder 20 wohl baden. Ja. Und so groß ist die Spanne nicht, sage ich. Du bist David. Ja. Lass mal gucken. David, gerne. Oh, Frankreich, jetzt bin ich extrem gespannt. Gut. Aha. Oh, ganz ruhig, ja. How old is he? How old is he? 16. But to play for France is difficult, eh? No. Oh. Ja. Ah, ein ganz cooler auf jeden Fall. Mhm.
Er guckt viel YouTube, sehr viel FIFA. No look. War no look? Jetzt bin ich gespannt auf den linken. Aber der ist so eine Ruhe, die ist gut. Strahlt was Gutes aus. Ja, war okay, hat einen Boden getreten ein bisschen. Two-touch. Schön. Wow. Oh, gut. Das ist difficult. Der kann kicken. Only one person is... Only one person tested to be. Quaioioi. Anthony, der Call von uns allen. Nigeria, U21. Gerne. Druck ist da. Aber schön mit Abstoppen. Ablauf. Der hat aber auch einen Ablauf, ne? Ja, so ja. Mit Anlauf. Das ist 1,96. Ja, das ist jetzt nicht der Maßstab für den Innenverteidiger, ne? So für diese 5-Shot. Nein, aber das macht aber bis jetzt sehr abgeklärt. Er guckt ihn auch aus und so, das ist schon gut. Aber keiner geht ins lange Eck, ne? Alle gehen ins kurze hier vorne. Ja. Wobei die lange Ecke immer angeboten wird sogar vom Team. Ja, also ich würde auch schon mal. Oh, doch aber gut. Macht er gut, rechts und links, oder? Ja. Solide auf jeden Fall. Ja. Bro, ich sag dir ehrlich, bis jetzt kann ich ja nicht sagen, wer das sein könnte. Schwierig heute. Bro, echt schwierig. Es sei denn, es ich würde auch gerne mal so einen Durchgang von Robert so im Vergleich sehen, ne? Ja, nee. Also wie viele Dinger würdest du denn machen? Ich frage immer die Kollegen. Ich finde, es ist echt schwierig, hier auf Tore zu gehen, weil wirklich kleines Tor, großer Torwart, da kommt es mehr auf die Technik an. Danny ist der Letzte. Wenn du ready bist, kannst du. Ja, gerne. Danny. Ja. You said never. I did. You can prove me wrong. Ja. Oh. Ja. Gute Technik. Aber Technik ist da auf jeden Fall. Welche Position? Rechtsverteidiger. Ja, okay. Oh, Danny is good, man. Von beiden sehr you gut. Said never. Don't judge a book by its cover. Ah, okay. Ja, das war. Der linke ist nicht seins. Touch gut. Boah. Boah, wir haben Schwächere gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Vom Skill her und so ist ja gut. Aber ich finde generell die Auswahl richtig gut, weil in den anderen Folgen war wirklich direkt klar, wer danach zu. Ja, genau, es war einer, es war so der. Wobei der Rumäne und wobei Deutschland war bei Aaron Herzog, kennst du den? Ja, die waren beide so. Ja, aber Aaron war halt einfach zu alt schon, dass man gesagt hätte, er hat gesagt, glaube ich, U19 Deutschland oder so. Obwohl aber der Rumäne war einfach vom Gesamtpaket her, du wusstest sofort, okay, der muss es sein. Auch die Schusstechnik, wie der anläuft, alles war anders, ne? So, Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall zwei rauswählen, bevor wir zur nächsten Challenge kommen. Wer möchte starten? Zwei rauswählen. You look, you can start. I can start. You can start. What do you think? Which of this guy was the best and you have to take two players out? For me, I think the best was David. David? Yes, for me David was the best. And friends? Yeah. Under 17. And the two that I think I'm going to take out, Harry. He's freestyling too much, you know. It was too much freestyle. Yeah. And Philip. From Liechtenstein? Yes. Okay. Why? Why Philip? I don't know, he just didn't give me that like football confidence, like David gave me football confidence, you know? Yeah. Yes. Robert? Ja, ich finde, ich glaube, der Harry, der kann eigentlich schon besser schießen, besser abschließen, aber halt mit der Show im Hintergrund und wir suchen halt einen Nationalspieler, der würde sowas hier nicht machen, würde ich ihn von der Show her rauswählen. Ansonsten Philipp aus Liechtenstein war meiner Meinung nach der Schwächste. Ab und zu hat er auch gute Momente gehabt, muss man sagen. Zwei, drei waren richtig gut mit rechts.
Und für mich waren die besten, einmal habe ich mir Amin Pepic, hat 2+ von mir gehabt. Weil ich finde so mit 17, sehr, sehr guten Linken, technisch auch sehr, sehr gut. Vielleicht fehlt es ihm noch am Körper ein bisschen, aber den fand ich sehr, sehr gut. Und ja, David strahlt schon was aus, sehr, sehr selbstbewusst. U17 Frankreich triggert mich noch ein bisschen, muss ich sagen. Aber so von den Skills her, die zwei, würde ich jetzt mal so sagen, direkt. Pietro. Mein Bruder. Bester Mann. Liechtenstein, ich habe Hoffnung gehabt. Du kannst auf jeden Fall Fußball spielen. So, ich weiß nicht wo, Kreisliga, Landesliga geht safe klar. Aber Nationalspieler, Bro, schwierig. Also dich fand ich am schwächsten. Motiviert, also mit am motiviertesten war Andi. Du hast gut gemacht, du warst souverän, du hast deine Tore geschossen. Ob du am Ende der Nationalspieler bist, weiß nicht. Ich glaube auch, dass David Frankreich, du bist 16, du hast hier von allen, du stehst so, Bruder. Bam, du bist da. Und das braucht man beim Fußball. Du musst selbstbewusst sein, du bist zum Ball ganz locker, entspannt und hast deine Dinger hier durchgezogen. Deswegen, du willst auf jeden Fall, wenn du kein Nationalspieler bist, spielst du auf jeden Fall hoch. Und deswegen, also für dein Alter hast du hier gut abgerissen. Ehrlicherweise. Und bei dir finde ich schade, wie heißt du, mein Bruder? Harry. Harry, du kannst kicken. Guck mal, wir haben eine Chance. Guck mal, wir haben, für den ersten Eindruck haben wir eine Chance. Das heißt, du willst uns zeigen, du bist der Nationalspieler, Bruder, und dann machst du Salto. Automatisch wissen wir, du bist es nicht. Auch wenn du guter Kicker bist, verstehst du? So, weil, wenn du zeigen willst, dass du Nazio spielst, Bruder, machst du erste Runde auf jeden Fall kein Salto. Weißt du, wenn ich jetzt sage, Bruder, mach mal einen Elfmeter, er macht kein Salto. Weißt du, deswegen hat man gemerkt, du willst diese bisschen Show, was nicht schlimm ist, Bruder. Heutzutage ist auch wichtig. Und deswegen finde ich schade, weil ich glaube auch, du bist ein guter Kicker. Ohne dein Salto und ohne alles. Ich sag ja schade, weil du bist ein geiler Kicker. Aber für mich auch raus, ja. Ja, ich brauche, glaube ich, gar nichts mehr großartig sagen, weil alle drei sind sich einig. Harry, ich weiß, was du kannst. Ich glaube, wenn du normal zockst, weiß ich, dass, wie gut du eigentlich bist. Aber Indien weiß ich nicht. Und Philipp, da fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen die Ausstrahlung, so, weißt du, dieses Selbstbewusstsein. Jeremy hat es gesagt, so ein bisschen Confidence, so diese Fußballer, das vielleicht. Aber du hattest so ein paar Momente, wo man dachte, boah, krass, ja, der kann schon was. A-Nationalmannschaft, ne? Das ist auch Problem. Noch so im Hintergrund. Ja, das, wenn du sagst A-Nationalmannschaftsdebüt, das triggert, deshalb würde ich auch Philipp rauswählen. Ich finde noch wichtig zu erwähnen, also hier, man hat nur Schüsse gesehen und nur einmal auf das Tor drauflaufen. Und das sind auch nicht meine Stärken, muss ich sagen. Also meine Stärken sind eher das Spielerische, die Übersicht, die ich hier halt nicht gerade zeigen konnte. Darum würde ich halt schon überlegen, ob ich vielleicht nicht das nochmal zeigen könnte. Ja. Also ich sage, das ist ja aber genau das, was ich sage, Bruder. Ist ja bei der Musik das Gleiche, Bruder. Ich bin Juror, wenn jemand kommt und singt, der hat einen Tag Zeit, sich vorzubereiten. Wenn der kommt und Kacke singt, Bruder, der hat eine Chance nur. Das heißt, in dieser Chance haben alle das Gleiche. Jeder hat diesen Schuss. Das heißt, er hat diese eine Chance. Ich hätte noch einen Vorschlag, dass ich vielleicht ein 1 gegen 1 gegen Harry machen könnte. Und dann vielleicht der Verlierer. Was fliegen ja zwei raus? Aber es fliegen ja zwei raus. Wir hatten ja euch beide auf dem Visier. Also, ja, ich glaube schon, dass man als... Willst du das sehen? Was spielst du? Zentraler Mittelfeldspieler. Bruder, ja. Also da sollte man schon Abschluss können, einen guten ersten Touch haben können. Und ich glaube, als Innenverteidiger ist jetzt nicht unbedingt die Stärke, aufs Tor zu schießen. Also, und da war Anthony schon wesentlich stärker noch als du. Also nur, dass du sagst, du hast eine gute Übersicht, reicht ja dann auch nicht. Aber ihr wollt auch kein 1 gegen 1 sehen, ne? You ask if you can make one-on-one against Harry, just to see he's a good player. If you want, wenn ihr wollt, können wir es machen. Wenn wegen mir, ich sag immer prinzipiell nein. Ich glaube, also die Meinung ändert sich nicht. Ich sag, alle haben die gleiche Chance, die haben die nicht genutzt. Okay. Finito, Bruder. Aber trotzdem, mir hat Spaß gemacht mit euch. Danke, ja, an Philipp und Harry. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also mit meiner eigenen Leistung bin ich jetzt nicht so zufrieden, aber ich konnte jetzt auch nicht viel zeigen von mir. Da bin ich jetzt nicht zufrieden mit dem Urteil der Jury, weil ich denke, ich kann meine fußballerischen Fähigkeiten noch viel mehr zeigen, wie ich hier zeigen konnte. Trotzdem bedanke ich mich für die Einladung hier und ich akzeptiere dieses Urteil, wie es ist.
Ja, genau. Also ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung, dass ich hier sein dürfte. Und ja, wegen dieser Saltos und so, ich dachte, das kommt vielleicht besser an, aber naja, schade, beim nächsten Mal. So Freunde, zweite Challenge ist das, was wir eigentlich auch so noch nicht gemacht haben. Die Ballschussmaschine spielt gleich einen scharfen Ball. Die Jungs müssen den Ball mit ein oder zwei Kontakte mitnehmen, also Ball an und Mitnahme und dann durch ein Hütchenparcours dribbeln, Abschluss mit rechts, Abschluss mit links. Ready, Okan? Du weißt, was kommt, ne? Alles klar, mein Freund. Gerne, du kannst starten. Touch ist gut bei ihm. Ja. Oh, Okan ist sehr, sehr gut. Sehr, ne? Sehr guter Durchgang. Mit links noch Okan. Boah. Ey! Boah. This is shoot. Eieiei. Ei, ei. Yeah. Den hätte ich auch nicht angenommen. Okay. Okay, war gerne. Schärfer noch mal? Boah, auf jeden Fall. Ey, das ist an der 100 km/h. Boah, diesen Haar. Ja, der macht das gut. Ja, der ist nicht einfach. Der ist sehr gut. Nur sehr eine gut. Sache ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, das weiß ich nicht. Er dribbelt nur mit rechts. Ne? Ja. Also linke Fuß gibt's nicht. Aber sein Touch ist sehr, sehr gut. Ja, ja, safe. Kein Rechts. Aber wenn du so im Viereck dribbelst, dann würde ich schwierig sagen, mit beiden Füßen. Würde ich auch. Kannst du ja gar nicht. Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Das ist eher, wenn du so Slalom, ist wahrscheinlich besser links, rechts. Ja, das kann ja. Kann schon sein. Aber gutes Dribbling auf jeden Fall. Gutes Dribbling, ich fand seinen Touch, hat mir sehr gut gefallen. Finde ich. Guck mal, er hat jetzt den rechten genommen, er hat jetzt den schwachen Fuß genommen. War schwierig. Freiwillig. Ich glaube, Dribbling ist jetzt nicht seine Hauptkomponente. Weißt du, was. Die Körperhaltung, halt ne? Es fehlt halt ein bisschen Tempo, ein bisschen guter Abschluss. Ja, ja, ja. Was haben wir gehabt? Number 10? Bist du gut? Ja. Okay. Okay, Andi, gerne. Gut. Guter Kontakt, guter Kontakt, super. Ja. Ah! Ja, passiert, weiter. Oh! Schön. Andi! Das haben wir nicht erzählt. Ja, aber wieder extra auf den linken gegangen. Den kann man auf den rechten nehmen. Ich wollte sagen, ne? Musst du eigentlich mit dem rechten nehmen. Oh, ah, jetzt gehört mit rechts und links. Aber gut, aber ja, sein, sehr gut. Weißt du, da hätte er mit links schießen müssen, da mit rechts. Er macht einfach sein eigenes Ding. Dankeschön. Also, er ist schon sehr straight. He's good. Ja, aber ich glaube, irgendwas David, Frankreich. Kennst du das Video mit Özil, wo er den Ball so mit der Ballschussmaschine direkt so zack? Super. Bro, er ist es. Es kann nur er sein. Es gibt gar keine andere Wahl. Sein Schuh war auf, das hat richtig getriggert. Er sieht doch irgendwie aus wie so ein 16- oder 17-Nationalspieler in Frankreich. So, der geht raus, vielleicht ist er so der Letzte, der reinkommt. So bam. Versuch mal jetzt nur mit links zu dribbeln, den ganzen Parcours. Boah, aber gut, der kam schon raus, gepfeffert, nimmt er gut an. Auch das sieht gut aus. Wow, das ist das. So, French players, I like this. Ja, richtig gut. Stark, richtig gut. Auch mit links, sehr, sehr enge Ballführung. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, Innenverteidiger, da kracht es. Ist schwierig, ja. Da kracht es. Aber macht er trotzdem nicht schlecht. David. Hopp! Center back, Eddie. If you play on a professional level, you do it better. Like the touch, this. Dribble, shoot. This guy looks like a window.
Das ist sehr schwierig mit der Ballschussmaschine, aber du siehst trotzdem Unterschied. Die einigen, aber ist ja für jeden gleich. Genau, einige machen es gut, andere machen es weniger gut. Bro, I have my two already. You have your my two, I think. This is shooting, bro. Ist sehr, sehr schwer. Da, warum dribbelt der da nur mit links? Nein, finde ich aber gut. Ich mag das. Wow, hey. Stark. Wow, hey, sehr gut. Abschluss, super. Dani, okay. Boy, boy. Dankeschön. Okay, wir nehmen jetzt zwei raus und Pietro hat gesagt, ich soll anfangen. Wer mir gut gefallen hat, Okan. So sein Touch mit zusammen mit David, auch wenn wir sagen, Frankreich U17 triggert. Ich fand so die beiden am besten. Und David gerade mit seinen 16 Jahren gefällt mir richtig, richtig gut. Muss ich sagen, Okan genauso. Muss auch sagen, dass unser Mann aus Kosovo es auch gut gemacht hat, der Andi. Ich mag deine Dynamik, ich mag deine Power. Und hier da hinten, Danny hinten raus auch nochmal. Ordentlich. Wen ich jetzt rauswählen würde, wäre für mich einmal der Amil, den würde ich rauswählen. Und tatsächlich Anthony. Wow. Okay. Würde ich rauswählen. Anthony hat mir gut gefallen eigentlich, aber ich fand die anderen dann doch besser, auch wenn er Innenverteidiger ist. Aber ich finde, ein Innenverteidiger auf dem Niveau kann den Ball auch besser verarbeiten. Und alle hatten ja die gleichen Bedingungen. Also es war schwierig, den Ball zu verarbeiten, aber alle hatten die gleichen Bedingungen. Und ich glaube, auch das Dribbling sah ein bisschen komisch aus. Ich glaube auch, dass Innenverteidiger prinzipiell, die müssen ja andribbeln. Weißt du, Innenverteidiger dribbelt ja an. Ja, Bruder, so, weißt du? Und deshalb würde ich Anthony rauswählen. Ja. Also von mir Amil and Anthony. Ja, ich finde es schwierig. Also ich muss sagen, ja, so vom ganzen Durchgang, Anthony war schon so ein bisschen der Schwächste. Jetzt kann man sagen, Innenverteidiger, nicht so seine Stärke, aber wir haben vorhin auch bei Philipp aus Liechtenstein gesagt, jeder hat das Gleiche und man muss sehen schon, wer das gut macht oder nicht. Deswegen bin ich bei ihm und am besten haben es, wen haben wir hier? Andi gemacht, auch mit links und rechts finde ich sehr, sehr gut. Okan hat mir auch sehr gut gefallen. David auch sehr, sehr gut. Bei Armin habe ich noch ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen. Irgendwas finde ich gut bei ihm. Deswegen würde ich mit Anthony und Danny gehen, die leider nicht weiterkommen. Pietro. Also ich habe auch Armin. Für mich hat das nicht gereicht. Einfach, ich finde, so ein Nationalspieler muss so eine gewisse Präsenz haben. Bei dir ist so Körperhaltung ein bisschen zu schüchtern und alles. Aber kicken kannst du auf jeden Fall, definitiv. Safe. Und Dani, für mich bis jetzt auf all time der sympathischste, der hier jemals war. Du bist da, du kannst auch gut kicken, ich glaube aber Nationalspieler bist du nicht, Bruder. Das ist so das, was ich denke. Und für mich triggert mich Frankreich gar nicht mehr. Also David, ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da mit dem französischen Trikot auflaufen könnte. Mit 16 Jahren so da zu sein, on point, die Bälle so anzunehmen, Dribbling, Schießen, alles. Also wenn du nicht Nazio spielst, spielst du auf jeden Fall sehr hoch in der Jugend. Ja, aber ich kann es mir gut vorstellen bei dir. Ja. Du hast jetzt gesagt, ich sag Danny und Armin. Danny und Armin, was hast du gesagt? Ich habe Danny und Anthony. Danny, Anthony und ich hatte Anthony, Armin. Okay, you decide right now. Nochmal. I decide. Yeah. Everybody have two. So you. Oh, bro. You have the choice. How many people go out? Two. Two. And we have three players. Yeah. Okay. For me, my favorites were David. I like David. And Andy. You guys are my favorites. David und Andy, die Favoriten? For me, Pipic. Amil. He was giving me, Amil, sorry. Yeah, no problem. He was giving me vibes. When he was dribbling, it was like too slow, you know? It's too slow. Okay. It didn't look. Not everybody's like faster than you. No, but I know I'm talking about, you understand? It was giving me too slow, you know? Yeah, like, no. Just like. And who else? Anthony. Yes. Amil and Anthony for you both? Yes. The same reason. Dani, hast dich nochmal gerettet. Ja, 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 guck mal. Boah, Dani! Wir nehmen Kamera safe.
So, wir haben drei Stimmen jeweils für Amil und Anthony und Dani kommt mit zwei Stimmen gegen sich noch davon. Aber Amil und Anthony, danke fürs Mitmachen, ja? Ich bin nicht zufrieden mit meiner eigenen Leistung. Ich weiß, ich kann mehr und ja, schade, dass man jetzt noch keine 1 gegen 1 Duelle oder 2 gegen 2 Duelle gesehen hat. Meine Leistung war okay. Ich könnte noch besser spielen, besser machen, besser schießen. Bei der zweiten Challenge war ein bisschen so schnell, der Pimpong meinte. Und Juris, ich verstehe ein bisschen den Decision, kann ich sagen. Aber ja, ein bisschen enttäuscht, aber ist egal. Jetzt bin ich gespannt. 2 gegen 2 Duelle. Jetzt bin ich gespannt. 2 gegen 2 Duelle. Kein schöner Ball, aber. Oh doch, der war solide. Ja, okay, ja. Der Ball ist ja angekommen, hast schon recht. Okay, vorbei. Gute Anweisung Absprache von, auch. Ja, von Okan und so. Ne? Ja. Komm, Andi, jetzt mal mit Dynamik, ne? Gut gespielt. Nicht Englisch, aber so normal, ne? Ja, der spielt halt mit wenig, also... Aha. Bruder, er kann es echt sein, der aus Okan, ciao. Okan ist aber das. War faul? Okan? Nee. Das ist Men's Football. No. Aber ist so. Es würde doch kein Bundesliga-Schiedsrichter jemand abpfeifen, oder? Ja, du bist strong. Das ist kein Foul. Das ist so. Oh, ja. Aber was kann ich sagen? Bei Okan ist Endstation. Aber Okan rechts außen, also. Komm an, jetzt ist körperlich ein ebenbürtiges Duell. Ich bin mal gespannt. Ja? Ja. Er läuft auch schön, ne? Würde ich jetzt auch mal als Profi oder als Nationalspieler mal so einen Trick? Okan ist Maschine. Aber also, der ist für mich eher ein Rechtsverteidiger, also so ein richtiger Terrier. Ja, klar, David, alles gut. Sehr gut. Mach das Schnörkel los. Bro, ich schwör, vielleicht kann es auch wirklich Andi sein, ne? Weil so mit Kosovo und so, das kann schon hinkommen, ne? Tore schießen wird er können, aber schwer. Weil hier überzeugt der Dings nicht so, ne? Frankreich. Bis jetzt. Okay. Auch Stellungsspiele. Geh vorbei. Nee. Schade. Dani hat wohl geile Bewegungen, aber das ist noch zu sehr. Eigentlich ist der Älteste und es sieht nach Jugendfußball so ein bisschen aus. Also, da fehlt es körperlich, aber er hat richtig geile Bewegungen. Ja, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass, wie heißt der David? Dass David halt auch wirklich 16 ist. Ja, ja. Das musst du dann in gewissen Sachen, wahrscheinlich sieht man das schon. Last time, then you can change, okay? Aber Okan ist spritzig, Alter. What do you think? What do I think? I like Andy. Andy is very... He knows what he's doing when he's on the ball, you know? Yeah. And Okan. Yes, he's very... He gets tight. David is also good. For 16. Danny geht direkt drauf und erste vorbei und Abschluss. Das meine ich, er hat prinzipiell gut. Aber den hat er jetzt gut verteidigt. Arm gut raus. What position is David? What which position? David six. Center midfielder. Center back. No, center midfielder. Ja, schwer. Ja, aber okay. David jetzt gut gemacht. Das ist echt. Okan macht das auch immer gut. Er doppelt in den richtigen Momenten, ne? Ja. So, der kommt dann raus. Er hat ein gutes Gefühl. Für ihn, ja. Okay, durchatmen, Jungs. Und dann. Ja, er macht ganz entspannt, ne? Erstmal durchatmen, ne? Wenn ihr ready seid, ihr müsst euch ready fühlen. Guter Ball. Guter Ball. Der frisst den auf, sage ich jetzt. Oh, gut gemacht von Okan. Ja. Das ist nicht einfach. Das sind die Situationen, wo du das Alter merkst. Kante. Ja,
Ja, ist gut aber zugemacht. Das Training ist zu einfach. Zu über. Man sieht, als du als Abwehrspieler siehst direkt, was er macht. Halt. Gut. Weil du hast die Bande, du musst nach innen, weißt du? Mhm. Das ist schon schwierig. Also du kannst ja prinzipiell über Bande spielen sogar, weißt du? Ja, also. Ja. Aber weißt du, du willst dich zeigen, du willst eigentlich hier so irgendwie das 1 gegen 1 reingehen? Ja, klar. Guter Ball. Schön. Oh, gute Bewegung. Okay, 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 okay. Also man muss aber David, technisch kannst du ihm nichts vormachen. Technisch ist er echt sehr, sehr sauber, sehr gut. David, aber ne? Es fehlt, ja, aber es fehlt halt im Zweikampf noch ein bisschen. Aber er ist 16 Jahre alt. Was für... Wobei, einmal hier vorne hat Andi gut mitgehalten, ne? So im Körper. Auch sehr sauber, der Ball. Oh, schön. Gut. Ah. Okay, ich mag Andi, aber ich weiß nicht, das ist so ein... Boah, für mich ist Finale, klar. Ein Durchgang noch und dann haben wir genug, glaube ich. Ja. Vielleicht will er sich natürlich nicht verletzen, ne? Wenn du Nationalspieler um 17 bist. Ja, kann gleich. Schon sein, ja. Da spielst du wahrscheinlich irgendwo, sagen wir mal. Boah, guter Ball an 19 Bundesliga in Deutschland oder keine Ahnung was. Aber auch gut verteidigt, Alter. Sehr gut verteidigt, ja. Wollt ihr noch einen? Für mich ist Finale klar. Ich brauche keinen mehr. Ich brauche eigentlich auch keinen, aber. Ja, ich habe auch mein Finale im Kopf. Mach den letzten ruhig. Ja. Aber dann kannst du halt, wie du gesagt hast, ist halt schwer zu sagen, weil dann tritt im Finale 60 gegen 22 aus. Weißt du? Macht er gut! Oh! Macht er gut! Dani, ich mag's. Also, das ist schon ein Baller, der kann schon. Dankeschön, Jungs, ja? Freunde, jetzt nehmen wir einen raus, dann haben wir auch das Halbfinale und ich würde sagen, Robert kann gerne mal anfangen. Ja, ich muss erstmal sagen, alle vier haben es meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, Okan direkt von Anfang an sehr laut gewesen, sehr gut antizipiert, im Doppeln war sehr gut da, muss ich sagen. Andi natürlich auch mit seiner Körperlichkeit kommt hier gut zum Tragen. Wie gesagt, alle vier, muss ich sagen, haben es sehr, sehr gut gemacht, waren sehr engagiert. Ich glaube dann aber, dass Danny von den vielen am schwächsten war. Aber nochmal, alle vier haben es sehr, sehr gut gemacht. Aber ich gehe mit Danny. Pietro? Ich gehe auch mit Danny. Aber ich finde, vor allem in dem Durchgang hast du gezeigt nochmal, dass du im Dribbling extrem stark bist. Deine Speeds und so, wie du dran vorbeigegangen bist, super. Und ich bin froh, dass du noch eine Runde weitergekommen bist, mein Bruder. Besser Mann, ich mag dich extrem, wirklich. Besser Mann. Jeremy, what do you think? For me, I thought all four of you guys were good, you know. Like I said, Andy and David, still the standout guys. But for me, I think I'm gonna choose Daniel. Sorry, bro. Ja, ich würde genau das Gleiche sagen, aber Dani ist so ein geiler Baller so. Ich finde, du kannst so von den Skills her und so und technisch, offensiv bist du auch gut. Aber da fehlt diese letzte Dynamik, um dann am Ende noch sich komplett durchzutanken, um zum Abschluss zu kommen. Aber so von den Skills her bist du vielleicht sogar am weitesten. Aber deshalb, ich glaube, so auf Großfeld kommt es dann trotzdem noch mehr eher so an so einen Typ wie Andi. Den kann man sich dann vielleicht so eher noch einen professionelleren Fußball vorstellen. Oder Okan oder auch ein David, der sehr, sehr jung ist. Aber Dani, trotzdem, hast viel Spaß reingebracht. Ja, danke fürs Mitmachmaschine. Ich war im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung. Es geht natürlich mehr, aber war okay. Jury hat entschieden und so ist es. So, Freunde, nächste Challenge. Drei Spieler noch, Halbfinale. Wir gehen in die Powershot-Challenge rein. Okan, wenn du ready bist, kannst du gerne starten. Ich glaube, das können die alle. Tempo, da wollen wir Tempo haben. Ah, mit Tempo auch noch. Ja, da wollen wir Tempo haben. Das ist weiter. Gut gehalten. Aber gutes Tempo, ja. Boah, schön. Er macht es halt gut, ne? Aber ja, aber der linke ist Der linke ist jetzt sind es nur noch die Kleinigkeiten. Stärker. Aber die Bewegungen, das sind genau seine. Diese schnellen Bewegungen, Drehung, Abschluss. Ja, ja.
Andi, deine Paradedisziplin. Dynamik, Tempo, Abschlüsse. Wenn du ready bist, gerne. Gut. Der ist schnell, Alter. Rukan ist schneller, aber. Ja, sag ich auch. Boah, gut gehalten, aber auch. Gut, Andi. Gut, Andi. Ja, daran sieht man aber, dass der Sechser ist. So langsam wie die Puste aus. Aber sehr guter, ja, so guter Durchgang. Ja. Gutes Tempo auch. Ja. Also, da tut's, die waren beide gut jetzt, ne? So. Ja. Das ist halt, der linke war bei ihm schwächer, ne? Okay, David, jetzt sind wir auch deine Dynamik gespannt. Kleine, schnelle Schritte. Ist auch ein gutes Tempo, ey. Ja, sehr gutes Tempo. Aber der hat ein bisschen, ja, nee, er hat ein bisschen Probleme mit, wie dreht er sich und. Ja, ja, der läuft. Weiter, weiter. Aber irgendwann musst du es doch drin haben. Ja, aber ich glaube, du bist jetzt im Fokus drin mit Schuss. Beim fünften Mal musst du es doch verstehen vom Laufweg her. Boah, ja, das ist jetzt brutal schwer, ey. Freunde, bevor wir unser Finale gleich entscheiden, wollen wir noch kurz die Fußball-Stories der drei Jungs hören, wie sie Nationalspieler geworden sind. Wirklich kurz, knackig, auf den Punkt gebracht. Okan, gerne. Hab angefangen bei Viktoria Köln, bin dann in der U12 zum 1. FC Köln gewechselt, bin dann in der U19 mit dem Herrensprung in die U23, hab dann da die erste Saison gespielt, leider dann einen Kreuzbandriss bekommen, wurde dann, ja, wo, was heißt wo aus? Wo hast du deine Herrensaison gespielt? Ich hab's nicht verstanden. FC U23. Bei Köln U23? Genau, ich hab den Sprung von der U19 in die U23 geschafft, hab dann auch, wie gesagt, schon die erste Saison gespielt, leider dann einen Kreuzbandriss, dann kam noch Corona dazu, das heißt, mir hat sehr viel Spielpraxis gefehlt, wo ich dann aber 2022 wieder zurückkam. Und da kam auch die Anfrage dann aus Bulgarien, dass ich da in die Nationalmannschaft gerufen worden bin. Die erste EM von denen 2022 habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber ich bin jetzt in der aktuellen U21 EM dabei. Und wo spielst du aktuell? Bei 1. FC Köln U23. Bist du komplett Bulgare oder hast du noch eine zweite Nationalität? Nein, mein Papa ist Bulgare, türkisch. Türkisch? Genau, türkisch-bulgarische Abstammung. In der Jugend mal irgendeine Gar nicht. Türkei oder Gar Bulgarien nicht. Gespielt? Auch nicht? Ja, man sieht auf jeden Fall, dass er... Also Köln, Jugend und sowas, Ausbildung hat er auf jeden Fall genossen, 100%. Regionalliga West ist das, ne? Genau. Lass uns mal. Ich habe so auf einen Detail geachtet, Bruder. Dieses Bulgarien U, er musste kurz genau, überlegen. Genau, dieses kurze einmal. Aber weiß nicht, ob das so ausschlaggebend ist. Aber na, wie er auch gesagt hat, ob Köln, weiß ich nicht, Viktoria, Fortuna, safe, glaube ich. Fortuna Köln nicht. Ah, Viktoria hast du gesagt. Nein, Viktoria Köln und dann in der U12. Zum 1. FC Köln, da dann die ganze Jugend. Wie gesagt, aber da sehe ich ihn. Ich sehe ihn irgendwie bei Viktoria. Boah, Köln glaube ich ihm schon, das andere vielleicht nicht. Köln gehe ich komplett mit, sage ich. Wollen wir uns Andi anhören? Ja. Andi, gerne. Bei mir ist ganz simpel gewesen. Ich bin in der U19 zu Kaiserslautern gewechselt, in die U19-Bundesliga. Da kam dann auch der Kontakt zur kosovarischen U19-Nationalmannschaft zustande, wo ich nominiert wurde, bei einem Lehrgang dabei war. Und ja, dadurch dann jetzt auch in der zweiten Mannschaft dort bin. Wo bist du jetzt gerade? Jetzt bei Düsseldorf, zweiter Mannschaft. Düsseldorf, ja. Regionalliga West? Regionalliga West, ja. Also von Lautern, aus der U19 in die zweite Lautern und dann zu Düsseldorf 2. Welcher Jahrgang bist du? Okay, warum bist du dann von Lautern 2? Weil Lautern 2 Oberliga gespielt hat und ich halt den nächsten Step machen wollte und in die Regio gehen möchte. Ja, stimmt sogar. Wollte. Ja, ja. Das stimmt, Lautern 2 ist und Oberliga. Bei Lautern war nicht die Möglichkeit, vielleicht bei den Profis mit reinzuschnuppern? Schwer. Okay. Aber hört sich erstmal überzeugend an, ne? Kurz, er hat auch nicht viel erzählt, deshalb ist es immer sehr straight auf den Punkt gebracht. Lass uns mal Frankreich anhören, den letzten im Bunde, das interessiert mich auch extrem. Ja. Ich habe angefangen bei meinem Heimatverein SV Wilting, danach bin ich zu Eintracht Trier gewechselt, in die U9 bis zu U12. Dann von der U13 bis U19 habe ich dann bei Kaiserslautern gespielt. U13 bis U19 war ich dann bei Kaiserslautern und spiele jetzt immer noch U19 Kaiserslautern. Und mit 16? Wie bitte? Mit 16 spielst du U19? Ja. Ja, die Qualität hat er schon. Ja, und ja. Und letztes Jahr im Juni habe ich eine Sichtungslehrgang gehabt bei Frankreich und dort dann angefangen. Die Frage ist, wie realistisch ist das, dass Kaiserslautern-Spieler bei Frankreich spielt? Verstehst du? Ja gut, das ist ja auch U19 Bundesliga spielt der ja bestimmt auch, oder? Lautern doch, mit Sicherheit. Also da bist du schon präsent, also wenn du da gut bist. Aber, ja,
Irgendwas lässt mich jetzt zweifeln, muss ich sagen. Irgendwas lässt mich jetzt zweifeln. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall in Bundesliga spielt. Junioren-Bundesliga, safe. Da hat er das Potenzial 100%. Lass uns eine Entscheidung treffen, jemanden rausholen. Pietro. Also den Durchgang haben alle gut gemacht. So, deswegen ist eigentlich schwer, jetzt jemanden rauszuwählen. Ich glaube, am meisten Potenzial, wirklich Nationalspieler zu sein, haben Andi und David. Ich glaube, dass es zwischen euch ganz eng sein wird. Es ist wirklich Kopf an Kopf. Okan, super Kicker. Deswegen, Durchgang haben alle gut gemacht. Einfach nur mein Bauchgefühl sagt, dass einer von euch beiden es ist und dass Okan auch ziemlich hoch Fußball spielt, aber kein Nationalspieler ist. Ja, ich finde es auch brutal schwer. Also ich muss sagen, ja, irgendwas jetzt an der Geschichte oder irgendwas habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, dass es David doch nicht mehr ist. Wir waren uns zwischendurch ziemlich sicher, technisch brutal, auch den Durchgang, alle drei richtig gut. Auch Okan, ich würde sogar, Okan war vielleicht sogar der Beste vom ganzen Ablauf, aber so insgesamt in der ganzen Challenge, auch davor die Challenges, glaube ich, dass Okan ein Tick unter den beiden anderen ist und deswegen bin ich auch bei Okan raus. Aber wie gesagt, alle drei sehr, sehr geile Kicker. Jeremy. I feel like everybody was good, you know. But, you know, I like my two guys, so I'm gonna stick with them. So I think I'm gonna choose Okan. Okan is out for you? Yes. Dann haben wir es eigentlich schon, alle drei sind sich einig, Okan ist raus. Ich hätte Okan auch gerne noch mal gesehen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vielleicht ja auch dich rauswählen, weil dieser kleine Moment, wo du überlegt hast, das hat mir schon so diesen Vibe gegeben, dass du überlegen musstest, Bulgarien U21, du wusstest gar nicht, da warst du kurz raus, hat Pietro, glaube ich, gut erkannt. Und deshalb würde ich auch Okan rauswählen, auch wenn du ein geiler Fußballer bist. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. You're hungry, huh? Also mit meiner eigenen Leistung bin ich zufrieden. Ich weiß, dass ich viele Minuten gespielt habe am Sonntag, aber das ist keine Ausrede. Die Jungs sind hier super, sind alle gut, können gut kicken. Und die Jura-Entscheidung nehme ich so an, ist so. Und ich bin dann noch 22, also arbeite ich an mir. Finale zwischen David und Andi. Ja, von David erwarten wir, dass er jetzt gegenhält. Der ist 16 Jahre alt, Andi ist so ein bisschen älter, muss ihn fressen, hat Robert gerade gesagt, ne? Muss nicht, aber ich glaube, er wird ihn fressen. Aber vielleicht zeigt er ein bisschen was. Wir sind gespannt, deshalb viel Spaß beim Finale 1 gegen 1. Okay, dann gerne, Andi. Ich bin mal gespannt, ob David sich wehren kann. Ja. Wow. Gut, David. Er lässt ihn einen Tick zu weit in seine Hälfte kommt. Ja. Guck, jetzt ist schon zu spät. Er macht's halt einfach, ne? Er macht's gut. Ja, weil er David, ist... David. Versuch ihn mal früher unter Druck zu setzen. Höher. Kann nicht sein. Oh. Ja, ist okay. Oh. Einmal noch. Im Training, I'm Andi, hä? Lass dich nicht beirren, ganz ruhig. It's finished. Boah, das war auch clean, ne? Das war Ronaldinho, Alter. Komm on, Andi, come on. Der war so. Komm on, Andi, Sugar. Boah. Jetzt, wenn er jetzt nachlegen will, dann. Der will jetzt zeigen, dass er auch kann, ne? Guck mal, David ist 16. Oder der mit 16. Wie körperlich er dagegen. Gut! Ja, sehr gut. David ist gut, Mann. David. Vor allem, ich wollte am Anfang noch sagen, bevor er den Trick gemacht hat, Andi, lenk ihn mal auf seinen linken. Und dann macht er den und geht auf den linken. He plays for France, bro. This is what you need. France, yeah. France plays are like this. Boah, es ist es. Glaub mir. Ich hab da ein gutes Gefühl bei. Ja, er ist schon. Die Frage, ob die zusammen in Lautern, kennen die sich aus Lautern, weil beide von Lautern kommen, ne? Ja, schönes Feierabend. David ist 16. Der steht perfekt.
Ja, wir haben uns, ich glaube... Bro, Andi ist 22, er ist 16. Und es, du sagst, er müsste ihn treffen. How old is that? 16. 16? Ja. Yeah. This guy, look, look at his body, 16. Oh, der macht vorbei. So groß und hin und boah. He played for Kaiserslautern. Under 19 Bundesliga. And he played for France under 17. Letzter Ball, last ball. Er spielt auch gute englische Bälle mit Gefühl. Jetzt merkst du es aber. Vorbei jetzt. Ist gut. Ja, jetzt ist ja. Aber, jetzt ist Dankeschön. Ja. Ja. Okay, final schau decision. Schau mal vor, jetzt am Ende ist der von Liechtenstein. Hey, am Ende ist er meiner. Liechtenstein ist der Winner. Meiner ist Montenegro. Ist es. Komm, ist der Winner. We have the right person. Ja. Yeah. Er ist auch ein guter Typ, Andi. I think so. David. For sure. Ja, ja, respektvoll. He's the best player hier. So, Freunde, finale Entscheidung. Ja, jeder soll jetzt mal ganz kurz trocken sagen, wer für ihn der Pro-Spieler ist und warum. Wer will anfangen? Ich kann gerne anfangen. Gerne. Für mich ganz klar David, 16 Jahre alt, du hast körperlich mitgehalten mit allen. Also du bist der Jüngste und körperlich fast am stärksten. Dribbling super, Abschluss super. Also wenn du es nicht bist, dann fress ich einen Besen. David? Ja. Robert? Boah, ich muss Pietro da mit allem mitgehen. Also in der letzten Challenge hab ich eigentlich ein bisschen gedacht, ja, vielleicht kann da Andi ein bisschen mehr rausstechen, aber bei den Offensivaktionen sehr clean gewesen, die Tore gemacht, mit dem Sahnehäubchen natürlich auch noch, mit dem Elastico. Sehr, sehr gute Anlagen und deswegen glaube ich, dass David definitiv der Nationalspieler ist. Jeremy? Both of them were good, you know. For me, it was difficult to choose between Andi and David. They look like the proper footballers, just their confidence and their skills they use, you know. But for me, David took it, you know, because, like I said, his confidence, you know, he looks like a French player, you know. And French players are good. So, yeah, I think David. Ich würde auch sagen, auch wenn das extrem hoch gegriffen war, er hat aber danach geliefert. Weißt du, wir haben häufig Leute, die sagen U19 Deutschland, U19 Frankreich oder sonst was, wo man sagt, boah, hoch gegriffen kann es niemals sein. Aber er hat das bestätigt, dass es sein kann. Und deshalb habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl zu sagen, ich glaube, David ist es. Wir sind uns alle einig. Und ich glaube, der Moment ist gekommen. Dann darf mal bitte jetzt der Nationalspieler nach vorne treten. Wie ist der National Player? Echt? Wait, Oka? Wait. Nein, okay, David. Nein. Ich habe U19 Einsätze, habe auch U21 David. Schon gespielt. Ja, darum habe ich eigentlich gehofft, ihr gebt mir noch eine Chance, dass ich auch spielerisch zeigen kann, was ich kann. Wann machst du dein A-Länderspiel, also dein Debüt? Weißt du schon, wann du dein A-Nationalspieler-Debüt machst? Nein, also ich weiß, dass der A-Nazi-Trainer, der hat mich bei der U19 gesehen und hat mich für die Trainings schon eingeladen gehabt, aber ich habe jetzt noch kein Aufgebot so bekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das sehr bald passiert, ist hoch. Ja. Wo spielst du im normalen Verein? Ich spiele in der zweiten Liga momentan von der Schweiz bei FC Tägerwilen. Second Division. Ich habe aber zuvor jetzt, im Sommer bin ich gewechselt. Ich war bei der U18 in Vaduz und davor bis zur U17 beim FC St. Gallen. Oh mein Gott. Was ihr vielleicht Bro, sorry, vielleicht haben wir dir echt zu wenig Chancen gegeben. Aber Bro, ist krass. Schwer. Ja, ja ich... Ich finde auch, ich werde wahrscheinlich von Körper her meistens auch unterschätzt. Ich finde aber, vor allem wenn man auch bedenkt, Liechtenstein hätte man sicher noch mal drauf schauen können. Ja, wird halt meistens unterschätzt und ja, mein Körper ist vielleicht auch nicht gerade die beste Statur so.
aber ja. Aber das heißt nichts. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, Aussehen ist nicht immer entscheidend. Ich habe ja auch Armin am Anfang, sieht jetzt auch nicht körperlich mehr aus als du. Aber krass. Deswegen hoffen wir mal, dass du da dein A-Länder-Spieldebüt bekommst, ne? Danke. Toi, toi, toi. Spielst du bald gegen Robert, ha? Vielleicht, ja. Ja, mal schauen. Mal schauen gegen Deutschland. Dann zeigst du ihm mal, was du kannst. Ja. Harry, der Mann mit den Saltos, den ich auch kenne. Was ist denn eigentlich, wie lange ist das her? Ein Jahr, anderthalb Jahre, wo wir uns gesehen haben? Das war, ich glaube, ein Jahr her, glaube ich. Ein Jahr her. Was, du wolltest ja Profifußballer werden. Damals, ja, genau, damals. Was, danach hatten wir ja gar keinen Kontakt mehr, ne? Was ist dann passiert? Genau, danach, ja, ich musste halt meine Eltern helfen bei der Arbeit und alles Mögliche. Hat dann viel Stress bekommen, da habe ich auch aufgehört mit Fußball und alles Mögliche. Und mit dieser indischen Nationalmannschaft. Okay, damals, wo ich noch gespielt habe, halt im Verein, da war wirklich was, aber das Problem war, dass die halt in Indien, die akzeptieren keine duale Nationalität, halt diese, wie heißt es, zwei Passports. Das da akzeptieren die nicht. Die haben gesagt, entweder du gibst hier deins ab, dein Pass ab und kommst dann zu uns, da kannst du mit uns halt in der Nationalmannschaft spielen, aber ansonsten. Und es hätte sich für mich jetzt nicht gelohnt. Wo spielst du jetzt aktuell? Jetzt, ich habe aufgehört. Ich hab gar nicht? Komplett aufgehört. Das war heute wegen dieser Saltos. Ich dachte, es könnte lustig werden, aber ja. War lustig, ja. Hat Spaß gemacht mit ihm. Auf jeden Fall, definitiv. Also, du kannst auf jeden Fall was. Also wenn du irgendwie die Chance nochmal hast, dazu zu kommen, zum Fußball kommen, spiel auf jeden Fall. Weil du hast, glaube ich, auf jeden Fall auch Spaß am Fußball, oder? Ja, schon eigentlich. Ja. Aber nur wegen der Arbeit und alles Mögliche drum und dran, deshalb. Aber danke dir. Vielleicht kommt es irgendwann, ja, danke dir. Ja, irgendwann. Danke, Harry. Okan. Du spielst safe hoch im Verein Fußball. Nein. Echt nicht? Nein. Ich bin in der Landesliga. Boah, ich hätte. Hier, Deutz 05. Wo spielst du? Deutz 05. Deutz 05. Okay. Deutz 05, ja, okay. Genau, also, es hat alles gestimmt. Am Anfang mit der Jugend. Ich habe bis zur U12 bei Viktoria Köln gespielt. Ja. Bin dann zum ersten FC Köln gewechselt. Hab dann im ersten U17-Jahr einen Kreuzbandriss gehabt, was mich dann halt nach hinten geworfen hat. Und da halt wieder reinzukommen, ist ganz schwer. Da war halt, das war das goldene Jahr, sage ich mal, die 2001er. Wirtz hat dann noch mit uns mitgespielt. Hast du mit Wirtz gespielt? Genau. Krass. Der hat ja in seinen jungen Jahren schon höher gespielt. Ja. Und ich konnte auch schon ein, zwei Spiele mit dem zusammenspielen. Muss ich dir, glaube ich, nicht erzählen, wie krass, geil das ist. Krass, du hast mit Flo zusammengespielt. Guck mal, ich habe aber gewusst, dass er zumindest Köln auf jeden Fall Ausbildung genossen hat. Ne? Mhm. Genau. Hast du gesagt, genau. Ja. Also wie gesagt. Das siehst du auch. Ja, 100%. Goldenes Jahr. Da ist auch ein Spieler wie Jan Thielmann, der jetzt auch immer noch bei FC hochspielt. Also viele Leute, die Profi geworden sind, sind 2001er. Und mit denen habe ich allen gespielt. Nach dem U17-Jahr, wie gesagt, bin ich dann gewechselt zu Viktoria Köln. Nochmal zurück. Leider dann ein bisschen mit dem Trainer Schwierigkeiten gehabt, weil der FC-Spieler nicht anerkannt hat. Bin dann im Winter dann wieder gewechselt nach Hennef. Hab dann da das halbe Jahr zu Ende gespielt. Und, Oberliga, glaube ich, Mittelrheinliga ist das. Genau, ne? Das war die Mittelrheinliga, U19. U19 hat ja mal zwei Jahre. In dem zweiten U19-Jahr habe ich mir dann wieder das Kreuzband gerissen. Also dann genau das zweite Mal dann. Und ja, dann in den Herrenbereich, dann kam die Corona-Phase. Ist halt schwierig, da irgendeinen Verein zu finden. Hab dann auch schon bei Deutz angefragt gehabt, die wollten mich auch haben. Mhm. Damals noch Mittelrheinliga. Hab mir dann aber selber gesagt, es ist ein bisschen zu früh für mich, jetzt mit zwei Kreuzbandrissen direkt in den Herrenbereich in die fünfte Liga reinzugehen. Hab mich dann in der Bezirksliga gemeldet, hab dann in der Bezirksliga ein Jahr gespielt und so bin ich dann auch wieder zurück nach Deutz, wo die jetzt abgestiegen sind, in die Landesliga. 22 Jahre alt, ne? Genau. Ein bisschen was möglich, ist, ne? Ist immer was möglich, also definitiv. Also die Qualität ist auf jeden Fall da, glaube ich, oder? U21 bulgarische Nationalmannschaft war auch gelogen. Das mit meinem Papa war auch gelogen, der ist nicht bulgarisch-türkisch. Wir sind rein türkisch. Ich hätte echt gedacht, du spielst so Regio, hätte ich schon eingeschätzt. Also ist wirklich. Mein Ziel, ist mein Ziel. Na gut. Auf jeden Fall. Gut gefallen. Vielen Dank, Okan. Ja? Danke dir. Amil. Ich spiele bei Alemannia Aachen, U19. Ja, und? U19 Bundesliga ist das, ne? Ja. Stark. Hast du auch schon mal, hast du mal gegen uns mitgespielt vor kurzem? Ja. Ja? Wir haben mal ein Testspiel gehabt oder wir haben in zwei Wochen zweimal gegen Aachen gespielt, einmal so gegen die Männermannschaft, einmal war es, die Männermannschaft hat irgendwie sonntags gespielt und dann haben ganz viele aus der U19 und die nicht gespielt haben, gegen uns dann mitgespielt. Da hast du mitgespielt. Hast du gegen Robert gespielt? Wie war es für dich? War ein geiles Gefühl? Ja, geiles Gefühl. Wir haben verloren, aber trotzdem. Wie habt ihr gespielt?
Wir haben, ich glaube, 3-0. War das das Spiel, wo wir auf dem Nebenplatz gespielt haben oder auf dem kleinen, in dem kleinen Stadion? Auf diesem Trainingsplatz. Da, ja. Da spielst du 19, warst du bis 17, hast du gesagt. Das heißt, du bist jetzt jüngerer Jahrgang? Ja. Wie habt ihr gespielt bei dem Spiel? Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Weißt du es noch? Wie haben wir gespielt? Ja. 3-0 verloren. 3-0? Ja, ich glaube, es war gar nicht so hoch, aber... Aber witzig, dass ihr gegeneinander gespielt habt, ne? Ist krass. Hätte ich niemals gedacht, ne? Ist krass. Aber du bist auf jeden Fall ein geiler Kicker. Echt, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall dranbleiben, körperlich ein bisschen zulegen, aber das werde ich dir wahrscheinlich als Erster sagen. Aber auf jeden Fall dranbleiben. Definitiv guten Linken. Voll. Danke, Amir, ja? Dankeschön. Andi. Also bei mir hat eigentlich alles gestimmt, bis auf Düsseldorf zweite Mannschaft. Ich bin von Lautern zweiter Mannschaft bin ich in die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar gewechselt, zum FV Engers, wo ich bis jetzt auch immer noch spiele. Oberliga? Genau, ja. Stark. Hast mir aber richtig gut gefallen, man merkt deine Dynamik und so, richtig Herrenfußballer einfach. Ja. Bist du ein Abräumer, ne, der Trainer? Ja, Sechser, so defensiver eher, ne? Ja. Also so als Anspieler, Anspielstation oft so. Geil. Ja. Aber ich wollte auch nochmal sagen, also David hat das überragend gemacht mit seinen 16, heftig, muss man sagen. 8 Zweikämpfe war er auf jeden Fall besser. Großen Respekt an ihn noch. Wenn er wirklich 16 ist, ich will gleich wissen, was er wirklich, wo er spielt, weil der Junge... Da bin ich echt gespannt. Ja. Da bin ich echt gespannt. Der aber, ist nämlich jetzt gleich dran. Aber bei dir auch auf jeden Fall. Also hast du ja nicht, bist ja nicht umsonst jetzt so als, sagen wir mal, Vize jetzt hier geworden. Ja. Also Qualität ist auf jeden Fall da. Schade, dass dann der Sprung bei Lautern nicht geklappt hat für dich, aber wie alt bist du? 22? 22, ja. Ist ja auch noch nicht vorbei, von daher immer dranbleiben, definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Danke euch. Danke dir, Andi, ja. Danke. David, wirklich 16 Jahre alt? Nee, also ich 18. bin 17 Jahre alt. 17, aber trotzdem. Ja. Also ich spiele Kaiserslautern mit 19, junger Jahrgang. Und Frankreich war auch gelogen, also ich habe auch keinen Bezug zu Frankreich. Ja, so. Ja. Was, du spielst U19 Bundesliga? Ja, ja. Stammspieler da? Ja, ja. Jüngere Jahrgangsstammspieler. Hast du schon mal was mit Profis irgendwie Verbindung gehabt? Also es war jetzt vor kurzem, wurde der Trainer entlassen. Aber bevor der entlassen wurde, wäre ein Testspiel angesagt gewesen mit den Ersatzspielern, die nicht gespielt haben. Da hätte ich dann mal rangedurft, aber ist dann ausgefallen leider. Seitdem nicht mehr. Aber das ist natürlich auch nicht einfach. Zweite Liga Abstiegskampf, da geht es natürlich jetzt erstmal darum, dass sie in der Liga bleiben, aber... Er wird reinschnuppern dürfen, glaube ich, oder? In den nächsten ein, zwei Jahren, wenn er weiter so macht? Auf jeden Fall, also definitiv. Also Qualität ist... Das ist richtig gut. Danke. Ich glaube, klar im Kopf bleiben ist ganz wichtig. Aber ich glaube, in Kaiserslautern ist auch gut, glaube ich, für dich, ne? Ja. Und dann den nächsten Step irgendwann machen. Also, das Potenzial könnte sehr, sehr guter werden, ja, definitiv. Danke. Hast uns sehr gut gefallen. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, klar. Nutze die Bühne. Also, ich grüße noch erstmal meine Mannschaft, FCK U19. Guck in die Kamera, dann, wenn meine schon, Trainer, dann schon. Also, ich grüße meine Mannschaft, FCK U19. Meine Trainer, Dennis Will, Nico Henrich und Matteo Heinz und Fabian Eck. Danke dir, David. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Ja, Pluspunkte nochmal sammeln beim Trainer, hä? Schön nochmal einschlagen. Ja, natürlich. Ja, kennen wir doch. Anthony, Innenverteidiger. Der ist auf jeden Fall keine 18. Nein. 18. Hat der gesagt, dass er 18? Der hat 19 gesagt. 19? Auch das stimmt nicht, oder? Ja. Ich bin 18. Echt? Ja, ja. Wow. Warum sagst du, dass du 19 bist? Krass. Ja, wegen U21 Nigeria dachte ich so, mach ich mich ein Jahr älter. Werde diesen Monat aber 19. Stark. Und ich spiele zurzeit seit Winter spiele ich beim TuS Haltern in der Verbandsliga. Verbandsliga? U19 und Herren. Beide. Und Jugend, wo hast du da gespielt? Ich bin im Winter jetzt gewechselt von Rot-Weiß-Oberhausen und davor in so kleineren Vereinen, wie Malhöls und Kempen. Aber stark. Ist gut gemacht, ey. Innenverteidiger-Talent, 1,96 groß, ey. Schon geil. Geile Statur, jung. Ach, 18 Jahre, also hat eine Statur schon wie ein 25-Jähriger oder älter vielleicht sogar. Echt stark. Aber danke dir, Anthony, fürs Mitmachen. Danke dir. Danny, dann haben wir's. Danny King, mein Name. Ich bin 99er, also 25 Jahre alt, nicht 23. Ich spiele nicht für die U23 von Kongo und bin aktuell vereinslos. Wo hast du vorher gespielt? Ich war bei Hennef, da haben wir Oberliga gespielt, sind aufgestiegen in die Regio, aber finanziell hat es nicht gereicht, deswegen sind wir dann nicht aufgestiegen. Ich war bis vor kurzem in Bosnien, in der zweiten Liga. Echt? Ja, bei Gorazde. Aber wegen Papiere und komischen Sachen hat es dann nicht mit dem Vertrag geendet. Und jetzt bin ich hier und ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Hat uns auch gefreut, dass du dabei warst, ja? Auf jeden Fall, also guter Kicker. Also auf jeden Fall viel zu gut, um vereinslos zu sein, glaube ich. Auf jeden Fall. Du hast das Leben manchmal.
Aber hast schon noch Bock, wieder zu spielen, auf oder? Jeden Fall. Also definitiv. Safe. Also aktuell halte ich mich halt selber fit, mache ein bisschen TikTok, dies, das und ja, mal gucken. Aber Fußball ist mehr als nur Social Media. So. Also ich würde lieber Fußball spielen als TikToks. Ja. Ja, wir haben ja ein paar Vereine hier in der Region vielleicht. Oder gibt es bestimmt den einen oder anderen, der so ein Spieler, Rechtsverteidiger bist du ja wirklich, oder? Oder war das auch gelogen? Also ich habe in meiner Laufbahn alles schon gespielt, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Aber am wohlsten fühle ich mich im Zentrum. Okay. Ja. Krass. Allrounder, den Mann. Ja. Also vielleicht meldet sich ein Verein, auch nicht schlecht. Der sowas sehen will, der Bock hat auf sowas. Danke dir, Danny. Ja, ja, Kahn mein Name, 21 Jahre alt. Hab über die Jugend bei Viktoria Köln gespielt. Hab mir dann im letzten Jahr in der U19 mein Handgelenk gebrochen, dadurch nicht weitermachen können bei Viktoria. Und dann bin ich zu Deutz 05 auch, hab mit dem Ockern gespielt ein Jahr. Und momentan spiele ich beruflich bedingt in der Bezirksliga. Und, genau. Willst du nochmal angreifen höher? Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel, mein Traum. Dadurch, dass das damals bei Viktoria nicht geklappt hat. Aber mal gucken. Toi, toi, toi. Auf jeden Fall, also war ein paar Keile safe dabei gehabt, definitiv. Dankeschön. Ist nicht so einfach, also sich da abknallen zu lassen, da von 5 Metern hier in der Halle. Sowieso Respekt vor den Torhütern, was das angeht. Deshalb habe ich immer die Köpfe reinhalten. Danke dir, ja? Danke. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt gerne alle Socials von den Jurykollegen ab. Würde mich auch freuen, wenn ihr hier den Kanal abonnieren würdet, Glocke aktivieren würdet. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder, ja? Haut rein, ciao, ciao.